herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori und ich habe mal wieder Bild her. Und ich habe heute einen Food Haul für euch. Er ist nicht der kleinste, aber er ist auch nicht der größte. So, wir fangen an mit dem Sandwich Toast für Junior, für die Schule, für die Pause. Dann hat der Männer eine Cookie-Dose mitgebracht. Richtig schönes Motiv. Hat was. So, das war die kleine Tasche. Jetzt kommen wir zum schweren Rucksack. So. Da haben wir drin, ganz wichtig für Junia, zweimal süß-sauer. Was im Auge, Leute. Das nervt mich schon den ganzen Morgen. Dann, ich weiß, viele schreien jetzt wieder auf, aber wir haben 5-mal Fertigsoße. Mit Kind und Mann und Kegel habe ich nicht meistens keinen Bock selbstgemachte. Oh! Die Winter Edition von Schoketten. Einmal mit Ahornsirup und Nuss. Und einmal mit Orange und Mandel. Da bin ich mal gespannt. Oh, ein drittes sogar noch. Weiße Schoketten mit Lebkuchen. Das klingt ja mal recht interessant hier alles. Dann haben wir zweimal Schinkenwürfelchen. Dreimal Salami. Und eine ganze Palette Milch. Ich zeige euch jetzt mal nur eine, weil den Rest lassen wir mal. So, das war der erste Teil, der zweite kommt noch. Jetzt geht's weiter. Hier sind noch zweimal Backerbsen für Suppe. Dann, ja, damit ich auf meinen Proteinbedarf komme, nochmal Vanille. Schoko habe ich noch massig da, aber Vanille fehlt mir. Und ein paar Riegel, weil Menge extra drauf geachtet hat, dass sie um die 30% und mehr an Protein haben. Das ist einmal Peanut White Edition. Dann sind wir hier auch nochmal Peanut Caramel. Das ist Crispy White Chocolate. Das ist Himbeer Crisp. Dann haben wir hier Karamell Toffee, der klingt sehr interessant. Ja, da sind zwei kleine drin. Kokos Crisp. Und Stracciatella mit Crisp. Tjo, das war mein Proteinschub. So, dann wollt ihr ja normalerweise auch unseren Essensplan. Der ist die Woche relativ einfach. Wir machen 3 verschiedene Suppen. Einmal Kürbis, einmal Erbsen und einmal ein Linseneintopf. Beides, also alle 3 mache ich jeweils für 2 Tage. Ansonsten wird es noch wahrscheinlich Spaghetti geben. Und unsere Ofenkartoffeln. Ja, das ist so unser Plan. Wie ihr mitgekriegt habt, viel Obst und Gemüse haben wir jetzt nicht geholt dafür, weil wir noch einiges hier neben im Froster haben. Und auch so in der Speisekammer. Falls ihr das wollt, mache ich gerne mit euch demnächst vor Weihnachten, bevor ich die ganzen Weihnachtsbacksachen reinräume, ein
Speisekammerschrank aufgeräumt. Müsst ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Genau. So, dann würde ich sagen, war es das für heute von mir. Und ja, ich wünsche euch was. Für die, die es noch nicht gemacht haben, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ansonsten freue ich mich immer über eure Däumchen nach oben. Dann sehe ich, dass euch meine Videos gefallen. Genau. Tschüssi, eure Cori.